In der dritten Aufgabe ging es um folgende geometrischen Körper, so einen Kegelstumpf und einen Zylinder, der eben in dieser Richtung hier von einem Strom durchflossen werden sollte, und dieser Strom sollte 10 Kiloampere sein. Und diese Richtung hier, die könnte man mal mit Z bezeichnen, dass man sagt, bei Z gleich 0 fängt das Ganze an und dann sollte hier dieser Kegelstumpf bei 10 mm zu Ende sein. Und der ganze Körper sollte bei 30 mm zu Ende sein und dieser Durchmesser hier vorne, ich nehme mal eine andere Farbe, dieser Durchmesser hier, das sollten 4 mm sein und dann sollte der Durchmesser hier auf das Dreifache, also auf 12 mm ansteigen. So, was man jetzt eigentlich erstmal machen musste, ist eine Funktion aufzuschreiben, wie hängt denn dieser Durchmesser hier ganz allgemein von Z ab. Also das D von Z, und da wir diese zwei Bereiche hier haben, ist es auch hier nicht verkehrt zu sagen, dieser Bereich hier von 0 bis 10 mm, das soll mal Bereich 1 sein, und dieser Bereich hier hinten von 10 bis 30 mm, das soll Bereich 2 sein, sodass wir diesen Durchmesser hier als solche Funktion eben bedingt, in welchem Bereich wir sind, haben wir eine andere Formel aufschreiben. So, um das hier vorne zu machen, sehen wir auch hier, wir brauchen eine lineare Funktion, weil das eben hier eine Gerade ist. Lineare Funktion, also brauchen wir wieder einen Anstieg und einen Achsenabschnitt. Der Anstieg lässt sich aus dem Unterschied hier rausbekommen, also 12 mm minus 4 mm, das ist der Unterschied, das sind 8 mm als Änderung. 8 mm sozusagen in Durchmesserrichtung, wenn sich das Z oder unsere unabhängige Variable hier unten auf der Abszisse um 10 mm ändert. Und das Ganze dann eben mal Z und plus den Achsenabschnitt. Den Achsenabschnitt, den wir vorne haben, sind 4 mm. So, und das Ganze gilt eben für den Bereich 1. Und für den Bereich 2 können wir dementsprechend einfach aufschreiben, ja, hier ist der Durchmesser konstant, der sind einfach 12 mm für 2. So, jetzt kann man bei der Formel hier oben nochmal kurz eine Probe machen und gucken, ob das passt. Wenn wir für Z 0 einsetzen, dann fällt das hier vorne weg und es bleiben nur die 4 mm über. Können wir schauen, an der Stelle 0 ist der Durchmesser auch tatsächlich 4 mm. Jetzt können wir zur Probe mal nochmal diesen Punkt hier einsetzen. 10 mm, wo Z gleich 10 mm ist, dann kürzen ich 10 mm gegen 10 mm. Hier bleiben 8 mm über und 8 mm plus 4 mm sind auch tatsächlich 12 mm, so wie das hier auf der Skizze zu sehen ist. So, und da das hier eben eine Gerade ist und da das die lineare Funktion dazu ist, zu dieser Gerade, wenn die lineare Funktion an zwei Stellen, also hier und hier passt, dann passt die auch an allen anderen Stellen dazwischen. Kann man jetzt mal ganz kurz ausprobieren. Wenn wir mal hier bei der Hälfte 5 mm einsetzen, dann müssten wir ja genau auf den Durchschnitt von 4 und 12 kommen. Das wären 8. Also setzen wir hier mal 5 ein, dann kürzen wir 5 mm gegen 10 mm und dann bleibt hier unten eine 2 über, dann haben wir 8 halbe, 8 halbe sind 4 und 4 plus 4 sind 8 mm, genau die 8 mm, die wir da haben sollten an der Stelle. So, wenn man den Durchmesser hat, dann kann man natürlich auch den Flächeninhalt von Z ganz einfach hinschreiben und das ist der Flächeninhalt von einem Kreis und das ist Pi Viertel mal die Quadrat. Und weil das D von Z abhängt, hängt jetzt eben auch die Fläche von Z ab. Da jetzt hier noch so ein paar Werte gegeben sind, kann man natürlich auch mal sich an so ein paar Stellen den Flächeninhalt ausrechnen, zum Beispiel an der Stelle 0, also ganz am Anfang. Da haben wir ja den Durchmesser 4 mm und das jetzt in diese Gleichung eingesetzt, dann kommt man auf 12,56 Quadratmillimeter. Und wenn man das Ganze mal zum Beispiel hier macht, an der Stelle 10 mm, dann kommt man auf 113,1 Quadratmillimeter. So, wenn man die Flächeninhalt hat, dann kann man damit natürlich auch die Stromdichte ausrechnen und die Stromdichte wäre dann ganz allgemein J von Z, I durch A von Z. Und weil die Fläche von Z abhängt, dann hängt natürlich auch die Stromdichte von Z ab.
Ja, und jetzt kann man natürlich den Durchmesser hier einsetzen und kann natürlich den Flächeninhalt dann hier unten einsetzen und kann das alles nochmal aufschreiben. Das macht die Sache jetzt aber auch nicht wirklich besser und übersichtlicher. Nichtsdestotrotz können wir das jetzt mal machen und da halt irgendwie aufschreiben. Jetzt bräuchten wir auch wieder solche bedingte Sache und sagen, das wäre halt der Strom durch Pi Viertel mal. So, und dann das hier oben vielleicht so ein bisschen zusammengefasst. 8 Zehntel wären halt 0,8 mal Z plus die 4 mm und das Ganze zum Quadrat. Und das würde halt für den Bereich 1 gelten, schreibe ich gleich hin. Und für den Bereich 2 würde jetzt eben gelten, das wäre I durch Pi Viertel mal einfach die 12 mm zum Quadrat. Und dann kann man das ausrechnen. Also das gilt für den Bereich 1 und das gilt für den Bereich 2. Und jetzt kann man das auch mal für bestimmte Werte ausrechnen und kommt darauf, dass die Stromdichte an der Stelle 0, also ganz am Anfang von der Anordnung, dann 0,795 Kiloampere pro Quadratmillimeter ergibt. Und dass wir dann ja, zum Beispiel in der Mitte, also bei 10 mm, dann auf, ja, kann man jetzt in diese Formel natürlich einsetzen oder hier oben einsetzen oder hier einsetzen. Man kann auch hier so ein bisschen drauf schauen. Der Durchmesser wird ja um das Dreifache größer, also muss die Stromdichte um das Neunfache absinken, weil die Fläche eben um das Neunfache größer wird. Also kommt hier genau ein Neuntel von dem raus und das sind dann halt 0,088 Kiloampere pro Quadratmillimeter. So, und jetzt sollte man das Ganze schlussendlich noch zeichnen. Das heißt, wir brauchen ein Diagramm, in dem hier Z ist und in dem hier eben die Stromdichte J von Z aufgetragen ist. Und zwar, ich schreibe mal gleich hin, in Kiloampere pro Quadratmillimeter. Und jetzt braucht man eben diesen Bereich hier, wo die 10 mm sind. Und wir brauchen diesen Bereich hier hinten, wo die 30 mm sind. Und wir brauchen eigentlich ja nur diesen Wert hier vorne. Das soll mal diese 0,795 sein. Und wir brauchen eben ein Neuntel davon. Also wenn wir das jetzt mal versuchen, in drei gleich große Teile aufzuteilen und diesen unteren Teil nochmal in drei gleich große Teile aufzuteilen, dann müsst ihr unten genau die 0,088 Kiloampere pro Quadratmillimeter sein. So, und jetzt kann man schon mal drauf schauen. Also hier ist doch der Durchmesser konstant, da ist die Fläche konstant, da ist auch die Stromdichte konstant. Ich nehme mal für die Linie wieder eine andere Farbe. Dann haben wir hier eine Konstante. Meine Achse ist ein bisschen krumm, aber die Linie ist gerader geworden. Und das ist genau das, was wir jetzt hier auch als Formel haben. Ne? Hier ist der Strom konstant, der Durchmesser ist konstant, die Stromdichte ist eine Konstante. Ja, und jetzt muss das hier vorne anfangen und hier unten aufhören. Und man kann sich halt so ein bisschen überlegen, das wird halt nicht linear hier runtergehen, auch wenn der Durchmesser hier oben linear ansteigt. Die Fläche steigt ja schon mal quadratisch an, also in Form einer Parabel. Und die Stromdichte nimmt dann ja 1 durch eine Parabel, das ist sozusagen eine Hyperbel zweiten Grades nimmt das ab. Man kann sich jetzt halt die Sache so ein bisschen einfacher machen, indem man zum Beispiel mal bei 0, nicht bei 0, bei 5 mm, einfach hier oben nochmal die 5 mm in die Gleichung einsetzt. Ne, dann kommen hier genau 8 mm raus in dieser Klammer, das quadriert und das ausrechnet. Und dann kommt man darauf, dass man auf eine Stromdichte von 0,198 kommt, also ein Viertel von dem hier sozusagen. Ne, ganz vom Anfang, hier sind wir auf ein Neuntel abgefallen, hier ist der Durchmesser. Also hier sind wir halt bei einer Hälfte, dann ist das hier genau auf ein Viertel abgefallen. Also ein Viertel von denen da oben sind wir ungefähr hier.
und damit jetzt halt diese Hyperbel eingezeichnet, dann sieht das ungefähr so aus. So verhält sich die Stromdichte in diesem Diagramm. So, was sind die häufigsten Fehler, die dabei passiert sind bei der Lösung dieser Aufgabe? Also einer der häufigsten Fehler betrifft bei dieser Aufgabe die Einheiten. Hier dieser Anstieg, wurden irgendwelche Einheiten weggelassen, die Einheit hinten wurde vergessen. Dann hat natürlich dieser Durchmesser hier nicht mehr die Einheit Millimeter und dann passt natürlich am Ende auch nicht mehr die Einheit von dieser Fläche hier und auch nicht die Einheit von der Stromdichte. Der zweite, ja, also, oder dann gab es ganz viele kleinere Fehlerchen irgendwie beim Einsetzen, beim Umstellen, beim Aufschreiben. Wie man sieht, es ist jetzt auch nicht wahnsinnig förderlich, diese binomische Formel hier nochmal auszurechnen. Dadurch wird der Ausdruck nur länger, aber nicht wirklich einfacher. Und ja, über diese ganzen Unwägbarkeiten in dieser Rechnung haben dann vielleicht einige so ein bisschen das große Ziel vor Augen verloren, haben dann versucht, das, was sie hier irgendwie ausgerechnet haben, wieder zu zeichnen. Und da kamen dann zum Beispiel eben mal Diagramme aus, ich mache es mal hier in Rot drüber, die dann vielleicht irgendwie so aussahen. Ja, also das hier hinten war schon konstant und hier vorne, das änderte sich irgendwie, aber naja, nicht unbedingt so, wie man das bei der Aufgabe jetzt erwarten würde. Weil wenn wir hier mal scharf drauf schauen, dieser Strom, wenn er hier reinfließt, der sieht am Anfang eine kleine Fläche und dann wird die Fläche größer. Und wenn die Fläche größer wird, dann muss die Stromdichte doch abfallen. Also jegliches Diagramm hier unten, wo die Stromdichte vorne erstmal ansteigt, sagt einem der gesunde Menschenverstand, dass das an der Stelle nicht stimmen kann.